Heute regnet es, ein typischer Tag, wo man auch Indoor-Aktivitäten in Angriff nehmen kann, zum Beispiel das Katzenkistli putzen. Wobei ich bin manchmal nicht sicher, ob das alles richtig ist, was ich mache. Katzenfreunde, und die wissen, wie es richtig geht, die sind vielleicht gar nicht einverstanden, wie ich es mache. Aber das ist eben so, ich muss das aushalten. Es ist auch nicht ein so großes Problem, die Kiste zu reinigen. Ein viel größeres Problem ist der Mundgeruch, mein eigener Mundgeruch. Alte Leute stinken aus dem Mund. Und ich habe immer etwas Angst, dass ich stinke. Zähneputzen ist okay. Aber nach einer Stunde habe ich das Problem, ich könnte jetzt stinken. Und das beschäftigt mich eigentlich viel mehr als jeden anderen Tag, das Kistli zu wechseln. Ich habe relativ spät in meinem Leben herausgefunden, dass Mundgeruch und Küssen sich nicht ausschließt. Ich habe mit einem indonesischen Freund gelernt, uns am Morgen auch zu küssen, wenn man wirklich auch stinkt. Nämlich wenn man Mund zu Mund isst und die Nase sozusagen ausgeschaltet hat, kann man küssen, als ob man einen frischen Mund hätte. Diese Entdeckung hat mich 10 Jahre jünger gemacht und ich erinnere mich jetzt noch gerne daran und benütze dieses Wissen ab und zu auch. Das Thema ist ja immer noch das Zähneputzen und der schlechte Mundgeruch. Und jetzt sind wir hier in meinem Badezimmer, wo ich normalerweise eben meine Zähne putze, am Morgen und am Abend und zwischendrin, wenn mich die Panik packt, ich könnte schlecht riechen. Dazu habe ich dann auch noch so Ingredienzen wie Listerin und ich habe so etwas Stick-ähnliches, damit man zwischen den Zahnlücken da den Dreck rausräumen kann. Und jetzt war die Putzfrau gerade da und jetzt finde ich nichts mehr. Ich suche diese kleinen Dinger, die ich sonst hierher lege und jetzt sind sie nicht da. Und ich suche die ganze Zeit, wo ich euch das zeigen könnte. Das sind noch die eingepackten hier. So kauft man das bei der Migros. Aber ich habe immer einen offen und den finde ich jetzt. Da sehe ich, da. Das ist es. Den lege ich jetzt wieder rein, bis die Putzfrau wiederkommt. Das Bad hat aber noch andere Funktionen, nämlich mich ans Sterben zu erinnern. Es tönt etwas absurd, aber da oben ist ein Bienenstock. Und diese Bienen sind in einem sehr, sehr schlechten Zustand. Und die kommen hier durchs Fenster rein zum Sterben. Und da unten, jetzt ist eben die Putzfrau da gewesen, da findet man jetzt nicht mehr so viele, aber da unten legen sie sich hin zum Sterben. Und jetzt im Moment sehe ich nur noch eine neue Biene, die gestorben ist hier. Diese da. Aber in einem oder zwei Tagen werden da wieder 10, 15, 20 Bienen sein. Und sie sind für mich wie ein Memento Mori. Das heißt, wenn ich die Zähne putze oder wenn ich mich dusche, sehe ich die toten Bienen, die eigentlich mir vorausgegangen sind.